Heute ist bekanntlich der Feiertag Thanksgiving in den USA, sodass wir heute mit ruhigen Märkten zu rechnen haben. Normalerweise, wir wollen uns mal anschauen, was die Fed gestern in ihrem Protokoll kommuniziert hat auf der einen Seite und wollen uns ein paar Seltsamkeiten beim DAX anschauen, der sich seit Tagen nicht mehr bewegt, aber dazu gleich mehr, was da los ist. Wir kümmern uns erstmal um die Fed. Was ist da gestern gewesen? Man könnte sagen, es war für jeden etwas dabei. Es war hawkisch, nämlich in der Aussage, die Powell auf der Pressekonferenz nach der letzten FED-Sitzung schon gemacht hatte, nämlich, dass die Zinsen höher steigen dürften, als vorher erwartet. Das hat die Märkte damals ja geschockt. Es kam zu einem herben Abverkauf. Davor hatte die FED ja in ihrem Statement gesagt, ja, kleinere Zinsschritte könnten angebracht sein. Das war dovish. Damals die Märkte vor dem Abverkauf durch Powells Pressekonferenz eben nach oben gegangen. Und im Grunde ist es das, was die Fed gestern auch kommuniziert hat. Es war hawkisches dabei, es war dovisches dabei. Dementsprechend hat sich die Wall Street am Ende dann das rausgepickt, was man schließlich hören wollte, um die Jahresendrally irgendwie intakt zu halten. Wir sehen leichte Zugewinne, vor allem der Nasdaq stark, ansonsten wenig Bewegung, vor allem Nebenwerte 0,17, Dow plus 0,28, aber der VIX wieder deutlich unter Druck. Hatte geschlossen bei 20,35, ist also dabei, fast unter die 20 zu fallen. Hier sieht man eine Schlagzeile bei CNBC, Fed Officials see smaller rate hikes coming soon, minutes show, also man greift sich diese kleineren Zinsschritte raus und sieht also das Positive, das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Steve Leisman von CNBC hat gestern den wichtigen und richtigen Satz gesagt, slower doesn't mean lower, also langsamer heißt nicht niedriger, das heißt, selbst wenn die Fed die Zinsen in kleineren Schritten anhebt, ist eben nicht gesagt, dass die Zinsen nicht noch weiter steigen. Das ist das, was die Fed eigentlich permanent kommuniziert. Die Märkte wollen aber nur slower hören und nicht lower sozusagen, also dass das nicht lower bedeutet. Dementsprechend greift man sich eben so ein paar Passagen raus. Herr Sven Hendrik führt mal hier eine auf, wo gesagt wird, ja, hier die Risiken für die Finanzstabilität, da müsse man Rücksicht drauf nehmen und eben auch bedenken, dass es eine Zeitverzögerung gibt, bis diese Geldpolitik der Fed, das Anheben der Zinsen wirklich wirkt. Wir dürfen nicht vergessen, dass damals die Fed, als das Protokoll war, die Sitzung war ja 1. und 2. November, dass man da noch unter dem Eindruck dieser Turbulenzen um britische Pensionsfonds stand, als also praktisch diese Fonds zu kippen drohten nach dem massiven Anstieg der Renditen. Insgesamt sehen wir, dass es verschiedene Lager innerhalb der Fed gibt. Das wird in diesem Protokoll dann auch so thematisiert, da spricht man von einer Substantial Majority, also einer substanziellen Mehrheit, die sagen, wir könnten jetzt mal die Zinsanhebungen verlangsamen, während es eine Minderheit gibt, die sagt, wir sollten noch warten und erstmal die Zinsen in ein restriktives Territorium anheben. A few participants ist dann die Formulierung, während es a substantial majority, also die überwiegende Mehrheit und einige wenige dazu dürften, etwa James Ballard gehören, die sagen, hey, wir müssen weiter die Zinsen anheben. Also wir sehen, die Fed ist in gewisser Weise gespalten. Brainard auf der dovischen Seite, könnte man sagen. Ballard als extrem auf der hawkischen Seite. Powell eher auf der hawkischen Seite, wenn man das mal so vielleicht klassifizieren will. Insgesamt wurde das Protokoll von den Märkten als recht dovish aufgenommen. Das hatte ich schon hier gesagt. Man sagt eben diese Verzögerung der Geldpolitik, die Risiken nach unten seien jetzt erhöht, auch für die Wirtschaft. Inflationsrisiken eher nach oben gerichtet. Auch das war ja vor den letzten Inflationsdaten. Und vor allem der Fed-Stab sagt, dass die Chance, das Risiko für eine Rezession immerhin bei mindestens 50 oder bei fast 50% gesehen wird. Man ist also so ein bisschen realistischer geworden, was diese Rezessionsrisiken betrifft. Dennoch, die Terminal Fed Rate Expectations sind nach diesem FOMC-Protokoll gefallen. Wir sehen, dass die Most Shorted Stocks wieder gestiegen sind. Also der Short Squeeze, der zwischenzeitlich beendet war, geht jetzt wieder ein bisschen weiter. Und man hat eben, wie gesagt, das gehört, was man hören wollte, nämlich kleinere Zinsschritte. Wenn wir jetzt zur Marktreaktion kommen, sehen wir,
massiv abfallendes Volumen in den letzten Tagen. Diese ganze Rallye ist unter dünnstem Volumen passiert. Na, ist natürlich auch so, dass wir jetzt um Thanksgiving eben nun mal dünnes Volumen haben. Aber das ist im Grunde ein ziemlicher Witz, was da passiert. Das ist wirklich, wenn da einer irgendwie mal auf die Tastatur pupste und die Enter-Taste trifft, dann ist das schon mal ein Kursanstieg von 1% im S&P 500, um es mal überspitzt zu formulieren, meine Damen und Herren. Wir sehen jetzt, der VIX auf Daily-Basis im RSI so niedrig wie seit 18 Jahren nicht mehr, also überverkauft ohne Ende. Und das angesichts einer Situation, in der die Warnzeichen in Sachen Konjunktur und in Sachen Märkte auch dazu gleich mehr immer krasser werden. Wir sehen hier etwa mal eine Aufstellung von ALF, Copper to Gold Ratio. Das ist so ein praktischen Konjunkturbarometer, Goldsicherheit, Copper. Dr. Copper praktisch als konjunktursensitiv ohne Ende. Das geht nach unten. Also wir sehen viele Fed New Orders gehen konstant nach unten. Alles, was hier unter bestimmte Niveaus fällt, hat immer bisher eine Rezession nach sich gezogen. Ähnlich die Frühindikatoren des Conference Board. Man könnte noch einige andere Parameter nennen. Und was wirklich auffällig ist, das ist, dass die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe jetzt niedriger ist als das, was overnight praktisch an Zinsen gezahlt wird, nämlich beim sogenannten SOFR, also Secured Overnight Financing Rate Data. Das ist das, was sozusagen an Zinsen bezahlt wird, wenn Banken sich Cash leihen und dafür Staatsanleihen als Sicherheit hinterlegen. Das muss man sich vorstellen. Das letzte Mal, als das passiert war, war im kurz vor der Finanzkrise. Also wir sehen, da ist etwas sehr, sehr seltsam. Normalerweise, wenn ich über Nacht leihe, ist ja, also Geld leihe, ist das Risiko ja viel geringer, als wenn ich jemand für 10 Jahre Geld leihe, ist ja unmittelbar einsichtig, weil die Wahrscheinlichkeit, die Chance, dass in diesen 10 Jahren irgendwas passiert, dass ich mein Geld nicht wieder kriege, natürlich höher ist, als wenn das nur eine Nacht ist, könnte man sagen. Also das ist eine interessante Bemerkung hier. Wir sehen auf der anderen Seite Seltsamkeiten etwa im Energiesektor. Wir sehen, der Ölpreis fällt, aber die Energieaktien fallen nicht. Der XLE ist hier das relevante Kennzeichen für diesen Energiesektor im S&P 500 oder ein ETF. ExxonMobil drin, die ganzen Ölfirmen Royal Dutch, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton. Wir sehen, da ist eine Diskrepanz zwischen dem Ölpreis und diesen Energiegeschichten. Warum ist das wichtig? Weil wir schon in 2008 die Situation hatten, dass der S&P 500 gepiekt hat, sein Hoch erreicht hat, dann runtergefallen ist, die Energieaktien aber weiter gestiegen sind, die also mit einer Verzögerung auf das reagiert haben, was da nämlich kommen wird, nämlich ein scharfer wirtschaftlicher Abschwung. Und hier sehen wir ein weiteres Warnzeichen, der VIX hier bei 20, unten im oder oben im RSI sehen Sie positive Divergenz. Wie gesagt, ausverkauft ohne Ende, da ist jetzt bald eine Explosion zu erwarten beim VIX mit den Folgewirkungen, dass es gestern nach oben ging an den Märkten. Das lag auch an der großartigen Tesla-Aktie, die sich zwar seit Jahresbeginn halbiert hat, aber gestern aufgrund einer Empfehlung von Morgan Stanley, weil man gesagt hat, naja, der Kursabfall der letzten Tage sei übertrieben gewesen, da ist die 7% gestiegen. Das hat die Indizes, hat vor allem den Nasdaq mit nach oben getrieben. Also wenn hier das Endstadium einer Rallye ist, dann wird oft der Dreck nach oben gespült, könnte man sagen. Hier in diesem Chart von Capital.com, der Tesla-Aktie, nach wie vor sieht das für mich nicht bullisch aus, übergeordnet. Und wenn wir übergeordnet uns mal anschauen, was eigentlich seit einem Jahr passiert ist, nämlich seit letztem Thanksgiving in den USA, dann ist Gold mit noch am besten gewesen, nur ganz leicht verloren seitdem. Wir sehen, der Nasdaq 26% verloren. Wir sehen, Staatsanleihen sind massiv unter Druck gekommen, über 30% verloren. Nur der Dollarindex, der hat stark gewonnen mit 10%. Also das sind die übergeordneten Trends, die jetzt seit einem Jahr der Fall sind. Ein Trend ist auch, dass es mit Krypto ein bisschen schwierig wird. Jetzt gibt es eine Einladung von Bankman-Fried, diesem Chef des bankrotten Kryptobörse FTX. Er soll praktisch interviewt werden bei einem Event der New York Times. Da ist auch Zelensky dazugeschaltet. Dann wird Yellen dort sein, Zucker
Burke wird dort sein. Also für jemand, der praktisch wahrscheinlich Kundengelder schlichtweg entwendet hat, gestohlen hat, ist das schon sehr seltsam, dass so jemand da einfach weiter frei rumläuft und dann interviewt wird. Man darf nicht vergessen, er ist ein großer Geldgeber der Politik, vor allem der Demokraten. 40 Millionen, er ist der zweitgrößte Geldgeber der Demokraten. Da ist es scheinbar so ein bisschen dann der Verfolgungswille ein bisschen weniger ausgeprägt, hat man das Gefühl. Apropos Verfolgung, wir haben gehört, was in China passiert mit Foxconn oder was mit dieser Fabrik passiert. Diese Riots, die da passieren, dazu gleich mehr. Aber zunächst mal Corona-Fälle auf Rekordhoch. Wir haben jetzt das Hoch in diesem Jahr überschritten, das wir im März hatten. Im März gab es ja damals dann Shanghai-Lockdown oder um diese Zeit herum. Wir haben jetzt knapp 30.000 bestätigte Fälle wieder über Nacht. Das ist neuer Rekordwert. Die People's Daily sagt, wir müssen jetzt schnell und entschlossen handeln. Das also deutet auf neue Lockdowns hin, die da kommen werden, und schon angesprochen hier die Ereignisse, Riots sozusagen zwischen der Polizei und Arbeitern, die in dieser iPhone-Fabrik in Zhengzhou versuchen zu fliehen, die dann wirklich mit Keulen und so weiter auf die Polizei einprügeln, die wiederum versucht, alle Ausgänge zuzumachen, damit die nicht rauskommen, damit die praktisch letztendlich nicht entfliehen und das Virus raustragen. Da gibt es verschiedene Entwicklungen, die hochspannend sind, was da passiert. Die Apple-Aktie interessiert sich gleichwohl nicht dafür. Und jetzt abschließend noch, meine Damen und Herren, was ist da eigentlich los beim DAX? Hier hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass der DAX in den letzten 5 Handelstagen 1,5% gestiegen ist. Die 5 höchstgewichteten DAX-Werte machen rund 40% aus und sind jeweils um 10% im Preis gestiegen. Somit haben also die 5 höchstgewichteten Titel im DAX etwa 4% gebracht, während die anderen 35 Titel 2,5% im Minus praktisch bewirkt haben. Das heißt, wir haben ganz wenige Aktien, die marktschwer sind. Das ist so dieses Fang-Phänomen in den USA, die dann die Märkte oben halten, obwohl die Marktbreite bereits wegbricht, obwohl Schwäche eigentlich schon zu erkennen ist. Für mich ein Warnsignal auch beim DAX. Deswegen glaube ich, schauen Sie sich mal die Tageskerzen an in diesem Chart. Das ist ein Tageschart. Jeder Tag ist eine Kerze. Das sind seltsame Kerzen. Wir haben diesen massiven Spike nach oben, als die US-Inflationsdaten kamen. Seitdem geht es im Grunde mit seltsamen Kerzen nur noch seitwärts. Also Vorsicht angebracht im DAX, denke ich. Wenn wir jetzt nochmal zum Energiethema kommen, dann ist es so, dass die reichsten Länder dieser Welt müssen jetzt 17,7% ihres BIPs ausgeben für Energie. Das ist der höchste Wert seit 1980-81. Da waren 17,8%. Hier hat jemand Grüße von den Stadtwerken bekommen mit der Ansage, ja, Gas wird 104% teurer, Strom 30%, gell? Zittelmann sagte, Robert meint, wir haben nicht verloren, sondern nur aufgehört zu gewinnen in Sachen Energie. Das bringt es vielleicht auf den Punkt, meine Damen und Herren. Und die Warnsignale in Sachen deutscher Konjunktur sind auch klar. Wir haben jetzt das erste Mal eine Invertierung der Zinskurven in Deutschland, so wie seit 30 Jahren nicht mehr. Es ist ein klares Warnsignal einer kommenden Rezession. Also auch in Deutschland überall blinkt es. Und die Frage ist, wie lange bleibt der DAX stabil auf diesem hohen Niveau? Bisher ohne Dynamik eigentlich in den letzten Tagen. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung. Russische Experten sagen, und das ist nicht an den Westen als Propaganda gerichtet, sondern interne russische Diskussion. Wir haben da eine Autorin, die sich in diesen russischen Medien umtut, um zu wissen, ja, was wird da eigentlich gedacht? Hier sagt man ja, die Europäer werden es auf Dauer nicht schaffen, eben mit LNG das Ganze zu ersetzen. Finde ich sehr interessant. Wie gesagt, ist nicht an den Westen gerichtet eigentlich als Propaganda. Ja, das werdet ihr nicht schaffen. Sehr interessant. Zweite Artikelempfehlung und dann Empfehlung heute Abend über Scheitern und Erfolg beim Investieren und Traden. 19 Uhr, heute kein Marktgeflüster. Stattdessen eben hier Boom und Bust mit Stefan Risse und Jens Czernowski, also jemand von einem Broker. Und Stefan Risse hat ja auch schon als Profi-Verwalter von Vermögen fungiert und da auch eine Schlappe erlitten. Darüber wird er sprechen. Das Eingeständnis eigenen Scheiterns ist Größe aus meiner Sicht. Das dürfte sehr interessant werden. Ich packe euch den Link unter das Video, also zwei Artikelempfehlungen plus dieser Link, heute kein Markenflüster, sondern Boom und Bust. Jetzt sage ich Servus, ciao.